Warum funktioniert auch das manchmal nicht? Vielleicht noch kurz hinten nachgeschoben. Wenn ich auf diesem Weg unterwegs bin, ja, mein Weg, der Weg meines Herzens, der Weg meiner Bauchintelligenz, der Weg in meine Wahrheit, dann komme ich natürlich in Kontakt mit all dem Schmerz, den ich abgekapselt habe, den ich weggeschoben habe. Ja, all die inneren Kinder, wie ich es immer gerne nenne, die ich dissoziiert habe, die ich weggesperrt habe, die ich verdrängt habe, die ich geleugnet habe, die ich abgelehnt habe oder noch immer ablehne. Ja. Und mit all den inneren Schmerzen, inneren Leid, inneren Geschichten, abgespaltenen Emotionen und Gefühlen vor allem, ja, mit all dem komme ich auf diesem Weg zu meiner Wahrheit in Kontakt. Und deshalb ist es so wichtig, sich zu stabilisieren, seinen Körper so zu schaffen, dass er das aushält, ja, dass er diese Gefühle, die da hochkommen, tragen kann und dass ich eben weitergehen kann auf meinen Weg zu meiner Wahrheit und nicht, so wie das Bild hinten symbolisiert, nicht einfach von einer großen Welle überschwemmt werde. Ja. Das heißt, ich gucke einfach in häppchenweise mit meinen Klienten, die schwer traumatisiert sind, häppchenweise, wie schaffen sie es, die Gefühle, die hochkommen, auszuhalten, nicht einfach gleich Tür auf und ganze Welle hindurch, wie so ein Tsunami. Ja. Das ist nicht das, so wie ich arbeite, und vielleicht hilft dir das, wenn du Angst hast, dass so eine Welle in dir drin ist, die hochkommt und dich wegreißt. Ja. Es gibt auch wunderbare andere Tools, die du vorher machen kannst, ja, damit du bereit bist für the work, damit du bereit bist für die große Meditation, hinsetzen, Augen schließen, alles innen drin aufmachen. Ja, bei mir fühlt sich das so an, wie wenn ich plötzlich ein Fass wäre, ja, so und dann ist alles da, alles an Energie, an Kribbeln, an diesem Lichtkörper, Lichtbody, Lightbody, wie Eckhart Tolle sagt, diesem inneren Lichtkörper in mir, ja, meinem wahren Selbst, wie ich es mal nenne, um das zu benennen, ja, mein wahres Selbst spüre ich, und dann kommen auch Gefühle, ja, Gott sei Dank in letzter Zeit fast nur mehr positiv, also das, was wir positiv nennen, Freude und Fülle und berührt sein und glücklich sein und wow, einfach so ein ausgefüllt sein, ja, so ein satt sein, ohne gegessen zu haben. Und auch natürlich Ärger manchmal, manchmal auch Wut, manchmal auch Trauer, manchmal auch Schmerz. Vor allem, wenn ich so zurückblicke, wie sehr ich im Leid war und wie viele Jahre meines Lebens ich im Leid verbracht habe, weil ich den Weg hinaus einfach nicht gefunden habe. Mit The Work habe ich ihn herausgefunden, den Weg, und hinein in diesen Raum, wo alles sein darf und alle Gefühle da sein dürfen, egal ob wir sie positiv oder negativ nennen. Wenn du mehr Infos möchtest über The Work und wie du The Work lernen kannst und wie du vielleicht auch selber mit The Work andere begleiten kannst in deinem Job oder als Begleiter für The Work, ganz selbstständig und explizit, so wie ich es auch oft mache, kannst du bei HTTPS, steht der Link oben, www.eva-nitschinger.de, Ausbildung-the-work-online, dir alle Infos holen und schon mal die ersten Videos holen. Mehr als in YouTube öffentlich sind, kannst dir alle Videos von mir holen, kannst sie bekommen über diese Anmeldung und schon mal beginnen mit The Work von Byron Katie. Oder dem für mich noch immer, dem wirklich optimalsten Weg, um zu mir zu kommen, ganz da rein und herauszufinden, wer ich wirklich bin, ohne meine Geschichte.